So, meine Freunde, ich begrüße euch zum nächsten Teil von Assassin's Creed 4 Black Flag. Es ist in der Zeit einiges passiert. Und da zeige ich euch mal schnell meine Karte noch, bevor wir hier weitermachen in Richtung Story. Ich habe hier die ganzen Forts eingenommen. Das heißt, ihr nehmt die ein. Wie das funktioniert, zeige ich euch noch. Ich habe hier legendäre Schiffe gefunden. Habe die ganzen Schätze geborgen, die ganzen Inseln hier erkundet. Und ja, habe ich alles mal so nebenbei gemacht. Ihr seht, hier unten ist noch alles dicht begraut und begrünt. Da geht es dann demnächst noch hin. Aber jetzt geht's erstmal storytechnisch weiter. Ich zeige euch dann auch noch, wie man so ein Fort hier angreift und ja, wie das Ganze dann funktioniert. Habe auch schon meine Flotte sehr weit ausgebaut. Und wir machen jetzt mal storytechnisch endlich weiter hier. Denn wir wissen ja, wir sollten das letzte Mal, oder wir sollten jetzt zum Assassinenorden gehen. Und ja, mal gucken, was jetzt so abgeht hier. Denn wir sind ja eigentlich keine Assassine. Super. Wir müssten eigentlich da hoch jetzt. Komm her. Nein! Okay, wir müssen jetzt echt stealthy sein hier. Das ist jetzt... Kann man so probieren. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das kriegt natürlich keiner mit, wenn hier mal so jemand ins Wasser springt. Oh, oh. Nein! Oh, scheiße. Scheiße. Okay, die Idee war schon mal ganz gut. Komm.
Scheiße, jetzt darf schon nicht runterfallen hier. Wenn man dieses Element nicht mehr so gewohnt ist durch die Spiele, weil die halt so, ja, auffälliger geworden sind, es ist echt schwer, sich wieder daran zu gewöhnen, dass man stealthy reagieren muss oder stealthy agieren muss. Denn, ja, man ist es halt durch Teil 3 jetzt nicht mehr groß gewohnt gewesen. Das war halt größtenteils bloß noch Geschnetze. Na komm. Bin ich. Komm her. Mensch, das kommt nochmal her, du Idiot. Halt nie. Oh, schon, schnell, 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 schnell. Ich muss bis dahin. Ich frage mich jetzt echt, wie ich das machen soll.
Okay, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Kommt jetzt ein bisschen vor. Guck mal her. Ba ash kubet ikleti wa sokano tustal ambi. Kesma uyuheleti. Lebt er noch? Okay. Wenn der wegrennt? Also es läuft, wenn ich immer dran gewöhnt hast, wie das Gameplay technisch gedacht ist, läuft. Oh, das ist ein Krokodil. Ich verstehe kein Wort. Das ist ganz schön spannend hier, ey.
Ohne Scheiß jetzt. Die alle niedermähen, Alter. Nein! Ach, scheiße. Ey, das lief gerade so schön. Das lief gerade so schön durch. Jesus, Kit. Da. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Sagt ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Okay, was geht denn hier ab, Alter? Was geht hier ab? Ja, scheiße, wie Schatzkisten, die wird schon mal später noch. Das ist ja mal geil.